und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 64, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessens Schülerinnen und Schüler freuen sich schon. 250.000 Schülertickets stärken den ÖPNV und machen Mobilität erschwinglich. Drucksache 19/5194 aus 19. Erster Redner ist Kollege Kaspar von der CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Hessens Schülerinnen und Schüler können sich am Beginn dieses Schuljahres aus vielen Gründen freuen. Wir haben ja gerade in schulpolitischen Debatten in diesem Plenum gehört, wie gut die schulische Situation in Hessen ist. Aber eine gute Schule muss man auch aufsuchen können. Man muss auch gut hinkommen können. Und viele Schülerinnen und Schüler nutzen hierfür das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Öffentlicher Personennahverkehr in Hessen finanziell so gut ausgestattet wie nie zuvor und deswegen auch in der Lage, diese zusätzliche Nachfrage an Verkehren aufzunehmen, die dadurch ermöglicht werden, dass wir ein günstiges Ticket eingeführt haben für die Schülerinnen und Schüler, aber ich sage auch für die Auszubildenden. Denn wir sind der Meinung, dass wir gerade die Ausbildung stärken wollen und stärken müssen. Und deswegen ist dieses Ticket eine gute Einrichtung. Meine Damen und Herren, die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur den Vorteil, dass sie für 365 € im Jahr in 12 Monaten, also damit in einem Jahr pro Tag für 1 € in Hessen den ÖPNV nutzen können. Sie können eben nicht nur zur Schule, zur Ausbildungsstätte und zurück, sondern sie können auch in ihren anderen Aktivitäten. Und wir legen Wert darauf, dass Schülerinnen und Schüler eben nicht nur die schulische Bildung haben, sondern dass sie auch die Möglichkeiten haben, bei Vereinen, bei anderen Einrichtungen sich weiter zu bilden, soziale Kompetenz zu erwerben. All das ist möglich jetzt mit diesem Ticket, mit eben sehr geringen Gebühren. Und was besonders wichtig ist, dass die bisherigen Ticketlösungen ja immer Ticketlösungen waren, die nur auf eine Kommune oder auf einen Kreis bezogen waren. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, übergreifend, dass Schülerinnen und Schüler sich bewegen können. Damit gewinnen die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler und die Auszubildenden die Möglichkeit, hier sich zu bewegen in der Region und weitere Angebote zu nutzen in einem Maße, wie es bisher nicht ging. Herr Rudolph, ich habe den Eindruck, Sie möchten da gerade eine Ansprache halten. Vielleicht melden Sie sich und machen das dann von hier vorne. Dann haben wir alle etwas davon. Während so ist es so, dass nur die 4 Kollegen von Ihnen da etwas da vorne haben. Aber wir haben ja hier die Möglichkeit mit dem Pult, Herr Rudolph, und es gibt so Zettelchen, da kann man sich melden. Vielleicht nutzen Sie das auch einmal. Ja, und Sie reden auch mehr dazwischen in jedem Plenum als manche im ganzen Parlamentsbetrieb. Da haben Sie völlig recht, Herr Rudolph. Aber es ist nicht immer qualifiziert, was Sie dazwischen reden. Das ist das Problem. Meine Damen und Herren, offensichtlich scheint das Interesse daran, dass Schülerinnen und Schüler diese gute Möglichkeit haben, bei Ihnen auf wenig Interesse zu stoßen. Das ist bedauerlich, weil es eben ein erheblicher Fortschritt ist. Die Fraktion der LINKE ist ja kaum noch vertreten hier, wenn es um die Schülerinnen und Schüler geht. Es ist ja schön, dass es sich jetzt füllt. Man muss allerdings sagen, dass ja Frau Wissler, die jetzt leider nicht da ist, in einer Debatte zur Mobilität kritisiert hat, dass für das Schülerticket immer noch im Jahr 365 € ausgegeben werden müssen.
Ihre Vorstellung ist ja gewesen, zu erklären, das müsste alles gar nichts kosten. Allerdings dort, wo die LINKE regiert, in Thüringen, wo sie einen Ministerpräsidenten stellt, gibt es noch nicht einmal so etwas wie ein Schülerticket zu den günstigen Konditionen, wie es das in Hessen gibt. Also insoweit haben Sie als LINKE dort noch einiges an Handlungsbedarf. Und deswegen meine ich, dass die Kritik, die ja von der Opposition dazu gekommen ist, nach dem Motto, es ist zwar gut, aber es sollte möglichst alles nichts kosten, nicht besonders glaubwürdig ist, wenn man es im eigenen Land nicht anders macht. Dieses Schülerticket ist ein weiterer Beitrag dazu, dass die Menschen in Hessen gut und gerne leben können. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Frankenberger, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Caspar, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo denn der Neuigkeitswert dieser aktuellen Stunde beim Schülerticket gewesen ist. Und vielleicht, also wir haben das nicht, nein, wir haben genau zugehört. Wir können nämlich beides, wir können reden und zuhören von der SPD-Fraktion, Kollege Caspar. Jedenfalls haben wir den Neuigkeitswert nicht finden können. Zur Einführung des Schülertickets, es gab dazu ja schon mehrere Debatten hier im Landtag, hat die SPD die Einführung des Schülertickets begrüßt. Das ist auch noch heute so, meine Damen und Herren. Aber der Titel der Aktuellen Stunde, Hessens Schülerinnen und Schüler freuen sich, schon 250.000 Schülertickets stärken den ÖPNV und machen Mobilität erschwinglich. Meine Damen und Herren von der CDU, da muss man doch etwas Wasser in den Wein gießen. Der Titel hätte eigentlich lauten müssen, schon 250.000 Schülertickets stärken den ÖPNV und machen Mobilität erschwinglich. Und immer mehr Eltern ärgern sich über soziale Ungleichheit beim Schülerticket in den Schulen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn immer mehr Eltern merken, dass die bestehende Regelung im Hessischen Schulgesetz die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen aufteilt, nämlich in diejenigen, die mit dem Schülerticket kostenlos in Hessen den ÖPNV nutzen können, und die anderen gucken in die Röhre und gehen leer aus, meine Damen und Herren. Ich prophezeie Ihnen, und das können Sie meinetwegen weglächeln oder ignorieren, aber insbesondere bei Klassenfahrten wird das noch zu heftigen Diskussionen an den Schulen führen, meine Damen und Herren. Denn die einen fahren mit dem erstatteten Schülerticket kostenlos, während die anderen dann den Fahrpreis voll bezahlen müssen. Und die Schüler und Eltern leiden darunter, dass sich die schwarz-grünen Koalitionspartner beim Hessischen Schulgesetz eben nicht grün sind. Ich kann Ihnen raten, diesen Ärger auch ernst zu nehmen. Meine Damen und Herren, das Schülerticket ist an sich eine gute Sache, denn die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen, sollen ja langfristig auch an den ÖPNV gebunden werden. Das gelingt aber nur, wenn der ÖPNV leistungsfähig, attraktiv und vor allen Dingen, ich gucke den Kollegen Rudolph an, wir sind da leidgeplagt, auch insbesondere in meinem Gebiet pünktlich ist, meine Damen und Herren. Der Staatsminister hat am Dienstag in einer Regierungserklärung, deren Schwerpunkt ja eher die Flucht vor den Herausforderungen der Gegenwart war, denn hauptsächlich teilte uns der Minister seine Gedankengänge dazu mit, was denn im Jahr 2035 alles so sein könnte. Auf die Herausforderungen der Gegenwart ist er wenig eingegangen. Einer der wenigen Punkte, in der sich der Minister im Hier und Heute befand, war neben dem Schüler- und Landesticket der Hinweis, dass die Finanzierung der Verbünde bis 2021 gesichert sei und dass noch nie so viel Geld an die Verbünde geflossen sei. Das stimmt erst einmal so. Nur, Herr Minister, Sie wissen ganz genau, damit wird lediglich der Status quo gesichert und Abbestellungen sind vermieden worden. Mehr ist beim hessischen ÖPNV aber nicht drin. Für spürbare Entlastungen für die geplagten Pendler in den Hauptverkehrszeiten beim ÖPNV reicht das nicht aus, meine Damen und Herren. Ich sage es einmal so vorsichtig formuliert.
Die Pünktlichkeit, insbesondere der S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet, ist stark ausbaubar. Die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet zählen nämlich zu den unpünktlichsten in Deutschland. Wer hier neue Kunden gewinnen will und den Umstieg auf den ÖPNV voranbringen will, Herr Minister, der muss mit mehr zufrieden sein, als den Status quo abzusichern, meine Damen und Herren. Und wir haben im ÖPNV gewaltige Herausforderungen zu bewältigen, und zwar jetzt und nicht im Jahre 2035. Und hier kommen insbesondere auf die Kommunen große Herausforderungen zu. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal meinen Dank an die kommunale Familie richten, denn ohne deren Bereitschaft und Unterstützung wäre das Schülerticket nämlich überhaupt nicht möglich gewesen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen einmal ein Beispiel aus meiner Heimatstadt Kassel nennen. Hier mussten in den letzten Jahren die Straßenbahnen ersetzt werden. Vom Land gab es dafür kein Geld. Meine Damen und Herren, dass das Land Hessen, die Kommune, im Stich lässt, das sind wir ja schon gewohnt. Dass es auch anders geht, das zeigen folgende Beispiele. Sachsen fördert mit 31 Millionen € die Straßeninfrastruktur. Baden-Württemberg stellt 60 Millionen € für Neubeschaffung und Sanierung von Schienenfahrzeugen zur Verfügung. Niedersachsen gibt über 63 Millionen € für die Anschaffung von Stadtbahnwagen in Hannover. Und was macht Hessen? Da lobt sich der Minister, dass der Status quo gehalten werden konnte, meine Damen und Herren. Das ist zu wenig. Kollege Frankenberger, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Es ist gut, dass das Schülerticket Akzeptanz findet. Und wir werden Ende des Jahres sehen, ob die Kalkulation aufgegangen ist. Aber zum Schluss bleibt immer noch die Frage, wann geht man in Hessen endlich die großen Herausforderungen im ÖPNV an, die jetzt anstehen? Das bleibt auch in dieser Woche weiterhin unbeantwortet, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Müller, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Auch U. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir lassen uns den Erfolg des Schülertickets auch von der SPD und von den anderen hier nicht schlechtreden. Das Schülerticket ist ein voller Erfolg. Das Schülerticket ist ein voller Erfolg. Kurze Zeit nach dem Verkaufsstart sind 250.000 Schülertickets in Hessen verkauft worden. Das ist ein Erfolg, den man so zwar erwartet hat, aber jetzt auch noch einmal bestätigt bekommen hat. Ich wundere mich schon ein bisschen, dass Sie die ganze Woche darüber lamentieren, dass es keine Regierungserklärung zum Thema Schule gegeben hat und jetzt beim originären Schulthema Schülerticket rumlamentieren. Es hätte keinen Neuigkeitswert. Die Punkte, die Sie angesprochen haben, Herr Frankenberger, haben nämlich etwas mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Und das Schülerticket schafft Bildungsgerechtigkeit, ganz im Gegenteil zu dem, was Sie sagen. Vorher war es so, dass die Schüler, und es ist auch jetzt noch, dass Schülerinnen und Schüler ab 3 km bis Klasse 10 die Schulwegekosten erstattet bekommen haben, in den Grundschulen ab 2 km. Daran hat sich nichts geändert. Für die Oberstufen musste jeder sein Ticket selbst bezahlen, außer er war so bedürftig, dass die Landkreise es erstattet haben. Jetzt ist es so, dass sich alle für 365 € ein Schülerticket für 1 € am Tag für ganz Hessen leisten können. Das heißt, dass die Auswahl der Schulstandort ist nicht am Geldbeutel der Eltern abhängt. Ich möchte Sie auch gerne noch einmal ein bisschen updaten, denn die Kollegin Wissler hat hier in der Debatte zur Mobilität erzählt, dass der Ansatz im Hartz IV 26 € beträgt für Mobilität. Das war vielleicht vor 10 Jahren so. Aktuell ist er bei 34,07 €, und das kommt ziemlich nah an den Betrag, den für das Schülerticket ausgegeben werden muss. Das Schülerticket hat natürlich noch andere Vorteile. Wir haben das alles hier schon erörtert, aber ich will es noch einmal kurz zusammenfassen. Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind mobil, sondern auch die Auszubildenden können
in ganz Hessen für 365 € rumfahren, und auch die Freiwilligendienstler. Das Problem war bisher, dass diejenigen, die freiwilligen Wehrdienst leisten, ein Ticket ersetzt bekommen, aber die, die den Bundesfreiwilligendienst machen, teure Fahrkarten kaufen müssten. Für die ist es eine enorme Entlastung, wenn sie jetzt weniger für ihre Fahrkarte zahlen und noch mehr Leistung haben. Und so ist es auch für alle anderen Eltern. Doch, alle anderen Eltern zahlen jetzt weniger. Dann fragen Sie doch einmal, wie viel im Monat die Ersparnis ist dafür, dass ich jetzt das Schülerticket kaufen kann und mehr Leistung habe. Da können Sie mich nicht von abbringen, weil ich kann Ihnen 10 Beispiele. Ich kann Ihnen ja, ein preiswertes Ticket nur für einen Landkreis. Und die Organisation der Klassenfahrten wird jetzt noch viel einfacher, weil viel mehr Leute die Tickets haben und die Klassenlehrer viel einfacher Ausflüge organisieren können, weil jeder wahrscheinlich ein Ticket hat. Ich sage Ihnen einmal das Beispiel Nordhessen. Gerade in Nordhessen sind 58.000 Tickets ausgegeben worden. Und mehr als die Hälfte davon haben mehr als die Hälfte sind Steigerungen im Bereich der verkauften Tickets. In ganz Nordhessen 58.000 ausgegeben und 12.000 sind verkauft worden ungefähr davon. Vorher waren es 6.000. Allein im Landkreis Waldeck-Frankenberg sind 7.900 kostenlos ausgegeben worden, 1.600 verkauft worden. Vorher sind nur 550 verkauft worden. Doch zeigt doch, dass man einem Bedarf entspricht und noch dazu die Kurhessenbahn, die wir reaktiviert haben, dazu beigetragen hat, dass der ÖPNV von den Schülerinnen und Schülern auch rege genutzt werden will. So, außerdem ist das Schülerinnen- und Schülerticket für die Auszubildenden und für die Freiwilligendienste natürlich auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Wir sehen ja heute die ganzen Meldungen der Katastrophen in den USA, in Indien. Das ist nicht nur Wetter, das ist Klimaveränderung. Und da müssen wir jede Maßnahme ergreifen, um die Klimaveränderung zu verhindern. Und deswegen sind die 20 Millionen € für das Schülerticket gut investiertes Geld. Und das Schülerinnen- und Schülerticket ist ein Erfolg. Und ich bin der CDU dankbar, dass wir das heute noch einmal würdigen konnten. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also, das Schülerticket, ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für viele, aber nicht für alle, wurden die Kosten für eine Fahrkarte im ÖPNV niedriger. Und auch, dass man in der Freizeit mit der Karte fahren kann, ist für viele gut, aber nicht für alle. Eine Entlastung der Familien werden wir immer zustimmen. Und wenn jetzt 250.000 Schülertickets genutzt werden, stärkt das den ÖPNV. Da würden wir auch nie etwas dagegen sagen. Aber 31 € sind auch ein guter Preis, wenn man das vergleicht mit den üblichen Preisen im ÖPNV, besonders im Rhein-Main-Gebiet. So, dann aber gibt es natürlich kritische Punkte, und die sind ja hier auch schon vom Kollegen angesprochen worden. Erstens bleiben Kinder aus benachteiligten Familien auch weiterhin benachteiligt, weil die sich nicht ohne weiteres 31 € im Monat leisten können. Und da das jetzt ja hier ein bisschen unklar zu sein scheint, Frau Müller, dann möchte ich das mal ein bisschen ausführen. Offensichtlich können Sie sich das ja nicht vorstellen. Aber inzwischen sind 15 bis 20% der Menschen hier in unserem Land arm oder von Armut bedroht. Und Sie selbst reden ja auch immer über Kinderarmut. Aber Kinder, die arm sind, die kommen aus armen Haushalten und vor allem aus Haushalten mit alleinerziehenden Müttern und mit Eltern, die im Niedriglohnsektor beschäftigt sind und sie sogar vielleicht im Jobcenter aufstocken müssen auf die Grundsicherung oder Hartz IV beziehen. Einem Hartz IV-leistungsberechtigten Erwachsenen stehen nicht 34 € zu, sondern 25, 77 für Mobilität, und einem Jugendlichen um die 15 stehen knapp 15 € zu. Noch nicht einmal ganz 15 €. Ich mache eine Hartz-IV-Sprechstunde zweimal die Woche.
Sie können es sich nicht ausrechnen, da fehlt, Sie können es sich leicht ausrechnen, dafür fehlt beim Schülerticket z.B. 16 €. Und die müssen dann von der Grundsicherung gezahlt werden. Die gehen also vom Geld für Essen und Miete ab. Und wenn für mehrere Kinder ein Ticket gekauft werden muss, ist es dann gar nicht mehr zu machen. Was Ihnen weniger scheint, weil Sie alle in gesicherten Verhältnissen leben, das ist für viele Familien eine große finanzielle Belastung, und das sollte man vielleicht einmal ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Und das ist ja der Grund, warum DIE LINKE eine kostenfreie Schülerbeförderung fordert, weil das gehört unserer Meinung nach zur Lehrmittelfreiheit, dass Schüler überhaupt in die Schule kommen können, ohne dass Familien belastet werden können, auch nicht mit 31 €. So. Zweitens wurde in einigen Städten die Fahrt zur Schule ja auch teurer. Also, das hat die Frau Wissler auch schon ausgeführt. Hier, wer nur zur Schule fahren will und überhaupt nicht an einer hessenweiten Fahrt interessiert ist, der kommt in vielen Fällen teurer. Auch in Einzelfällen beträgt z.B. in Hanau die Teuerung 65 €. Und da ist Hanau auch kein Einzelfall. Das kam ja auch in anderen Landkreisen vor. Und wenn Sie hier sagen, Schülerfahrten wären dann billiger, dann lassen Sie wieder weg, dass es Schüler gibt, die unter dieser 2- oder 3-Kilometer-Grenze liegen und die dann vielleicht zu Fuß gehen müssen, weil sie sich das Schülerticket nicht leisten können. Die können dann noch nicht einmal mehr mit zur Schülerfahrt fahren, oder wie soll ich das verstehen? Also, das ist alles ziemlich unausgegoren. So. Dann entsteht natürlich eine Ungleichheit in der Fahrtkostenerstattung durch den Schulträger. Das hatte die Frau Wissler auch schon ausgeführt. Das muss ich jetzt nicht hier noch lang und breit machen. Es bleibt eine Ungleichheit bei den Schülern, die aus der Schulpflicht raus sind, also 10. oder 9. Klasse. Oberstufenschüler müssen die Kosten für den Schulweg immer selbst bezahlen. Und dann fasse ich das jetzt einmal zusammen. Wir finden also recht unterschiedliche Verhältnisse vor. Es gibt Kinder, die selbstverständlich durch ganz Hessen fahren können, und andere, die sich diese Mobilität nicht leisten können. Ich finde, das ist eine Sache, an der sich dringend etwas ändern sollte, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Also, es kann ja wirklich nicht sein, dass es für manche Familien wirklich ein Bildungshindernis darstellt, zur Schule zu kommen. Das will ich nur noch einmal wiederholen. Und was nun mit dem Jobticket für Landesbeamte funktioniert, wieso funktioniert so ein Ticket nicht auch für Schülerinnen und Schüler? Also, die Idee eines Schülertickets ist gut, aber auf jeden Fall noch deutlich verbesserungswürdig. Und da danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass das Schülerticket nicht nur jetzt zur Aktuellen Stunde uns beschäftigt und auch das Jobticket. Ich glaube, es ist wahrscheinlich seitens CDU und GRÜNE noch oft, wir uns mit diesem Thema hier auseinandersetzen dürfen, weil es eine riesen Erfolgsgeschichte ist. Meine Damen und Herren, also, wenn man sich beides zusammen anschaut, der Kollege Frankenberger hat sozusagen von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft gesprochen. Ich würde sagen, das ist sogar eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Denn mit dem Jobticket, Kollege Frankenberger, dann haben wir eine Situation, dass der Direktor vom Gymnasium künftig kostenlos fährt, während der Fünftklässler 365 € zahlen muss. Also insofern haben wir sogar noch die dritte Klasse aufgemacht. Das ist schon ein sehr schiefes Bild. Ist schon ein sehr schiefes Bild. Ein sehr schiefes Bild. Meine Damen und Herren, wer sich das Schülerticket dann genau anschaut, der merkt auch, dass sich die eigentlichen Sponsoren der ganzen Geschichte eben nicht das Land ist, sondern die eigentlichen Sponsoren, das sind die Schulträger, das sind die Landkreise und die kreisfreien Städte. Meine Damen und Herren, und dass wir hier oft genug von der Landesregierung wollten, dass wir mal eine Prognose bekommen, wie teuer wird es denn insgesamt, meine Damen und Herren, da haben wir bisher immer noch nichts davon erfahren, nur dass es eine große Erfolgsstory ist. Aber wenn es diese große Erfolgsstory ist, dann kann man durchaus in Zweifel ziehen, ob man mit den eingestellten 20 Millionen € dann irgendwann hinkommt.
Meine Damen und Herren, aber jetzt noch einmal kurz auf die Frage, weil da Bildungsgerechtigkeit eben angesprochen worden ist. Frau Müller, Sie haben das gesagt, also es ist Teil der Bildungsgerechtigkeit, weil man ja jetzt sozusagen sich seine Schule aussuchen könnte. Ja. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus dem Landkreis Fulda. Da haben Sie ein Gymnasium, wo die Eltern sich Bildungsfreiheit dafür entschieden haben, ein Gymnasium für ihre Kinder zu wählen, das rund 3,54 km weit weg ist. Gleichzeitig ist aber ein Gymnasium in der Nähe, das nur 1,7 km weit weg ist. Meine Damen und Herren, diese Eltern werden zukünftig, wenn sie zwei Kinder haben, rund 300 € mehr zahlen müssen als vorher. Also von wegen Bildungsgerechtigkeit. Meine Damen und Herren, Frau Müller, also damit kommen Sie nicht durch mit diesem Argument. Es mag sein, dass es für einen Großteil der Schüler deutlich ein besseres Angebot ist. Aber Sie dürfen eben nicht verschweigen, Frau Müller, und das gehört einfach zur Ehrlichkeit dazu, dass es viele gibt, für die es auch teurer wird. Teurer wird. Und meine Damen und Herren, Herr Al-Wazir, weil Sie ja schon wieder munter werden, finde ich immer schön. Am Anfang der Debatte haben Sie uns klargemacht, dass das bisherige Angebot von der Clevercard, dass diese Schüler ja diese Clevercard dann nutzen könnten. Dann müsste es für sie nicht teurer werden. Aber kurz nachdem das Schülerticket eingeführt wurde, hat der RMV eben diese Clevercard als Produkt abgeschafft. Meine Damen und Herren, auf die Idee hätte man mal kommen können. Auf die Idee hätte man mal kommen können. Also, es ist am Ende nicht diese große Erfolgsstory, die Sie hier verkünden wollen. Ich bin einmal gespannt, wenn die Prognosen aufgehen und das jetzt jeder nutzen wird und der ÖPNV ja die Erfolgsstory wird. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN und von der CDU, Sie müssen dann auch einmal erklären, wie Sie diese Mehrnachfrage gerade im Rhein-Main-Gebiet denn überhaupt bewältigen wollen. Herr Kollege Frankenberger hat es Ihnen gesagt. Auf dieser Infrastruktur, die wir beim ÖPNV haben, bei allem guten Willen, Sie können nicht noch mehr Fahrzeuge fahren lassen. Die würden sozusagen Stoßstange an Stoßstange fahren. Sie kriegen, wir haben die Bahngleise, sind von vorne bis hinten sind sie schon besetzt. Meine Damen und Herren, wer das wirklich will, und da wäre das Geld erst einmal vernünftiger eingesetzt gewesen, das ist der Ausbau, die Qualitätsverbesserung vom ÖPNV, gerade im Ballungsraum. Da hätten wir dann wirklich etwas erreichen können, und dann hätten wir auch mehr Menschen dafür begeistern können, auf den ÖPNV umzusteigen. Meine Damen und Herren, wer noch irgendwas wissen wollte, welche Erfolgsstory das vor allen Dingen für die CDU ist, der hätte sich die Rede vom Kollegen Caspar heute anhören müssen. Weil Kollege Caspar hat sich in der Tat mehr mit den Zwischenrufen vom Kollegen Rudolph beschäftigt als mit der Aktuellen Stunde. Das sagt eigentlich alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, es ist ein Riesenerfolg, dass heute ist ja der 31. August, dass wir jetzt seit einem Monat ein Schülerticketangebot in Hessen haben, was den Schülerinnen und Schülern und den Auszubildenden erlaubt, in ganz Hessen für 1 € am Tag mit der Jahreskarte unterwegs sein zu können. Und ich will das noch einmal ausdrücklich sagen, wenn wir jetzt schon nach einem Monat über 250.000 ausgegebene und verkaufte Schülertickets haben, dann ist das ein gutes Zeichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so ganz nebenbei, wir haben innerhalb weniger Monate in der Vorbereitung es geschafft, einen komplett neuen hessenweit geltenden Tarif einschließlich der Informationskampagne, die dafür da ist, dass die Schülerinnen und Schüler es erfahren, was es für ein Angebot gibt, und von den Verkehrsverbünden gemacht wird, der Tarifgenehmigung, ganz nebenbei übrigens der Einführung des E-Tickets im NVV und im Landkreis Bergstraße. Auch das ist jetzt hessenweit möglich, wird für die Zukunft weitere Angebote ermöglichen, da bin ich mir ganz sicher. Die Umstellung von tausenden Bestandsverträgen
und den Abschluss von tausenden Neuverträgen umgesetzt. Das ist eine riesige Leistung, für die ich mich bei den Beteiligten in den Verkehrsunternehmen, bei den Städten und Landkreisen, den lokalen Nahverkehrsorganisationen und den Verkehrsverbünden bedanke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe von vielen langjährig im ÖPNV-Aktiven gehört, dass es die größte Umstellung seit Erschaffung der Verkehrsverbünde und damit der letzten 20 Jahre war. Ich will ausdrücklich sagen, das ist kein Selbstzweck, sondern wir haben für die rund 840.000 Schülerinnen und Schüler sowie die Auszubildenden in Zukunft den Grundsatz ein Ticket, ein Land, ein Euro am Tag. Ich will das ausdrücklich sagen, es macht den ÖPNV für junge Menschen ausdrücklich erfahrbar, einfach erfahrbar. Und auch das Stichwort, was hat die Gegenwart eigentlich mit der Zukunft zu tun, Herr Kollege Frankenberger? Wer von klein auf lernt, wie das Fahren mit Bussen und Bahnen funktioniert, der weiß auch später, wie er mit dem ÖPNV von A nach B kommt. Ich will etwas hinzufügen, weil hier teilweise einfach Falsches gesagt wird. Aus meiner Sicht ist es gerade für die Kinder von einkommensschwächeren Familien eine bessere Teilhabe an Klassenausflügen und einer hessenweiten Mobilität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für viele Familien sinken die Mobilitätskosten, und zwar teilweise drastisch. Schauen Sie sich das einmal an im NVV-Gebiet, wo es bisher die Clevercard, die es vom RMV ja vorher gab, nicht gab, was das unterm Strich für viele Familien bedeutet. Und wenn Sie dann darüber reden, dass das eine Verschlechterung ist, es tut mir leid, dann wissen Sie nicht, wie die Realität ist. Ich will das ausdrücklich sagen, gerade für Auszubildende, die oft ja nicht nur Wohnort und Schulort haben, sondern Wohnort, Ausbildungsbetrieb und Berufsschule, teilweise in sehr unterschiedlichen Kreisen, ist eine drastische Reduzierung der Mobilitätskosten, die damit möglich ist. Das Ausbildungsjahr fängt jetzt erst an. Ich bin mir sicher, dass wir auch in diesem Bereich mehr Verkäufe haben werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil die Menschen selbst es wahrnehmen als unglaubliche Erleichterung und als unglaublichen Erfolg. Ich will natürlich sagen, wir sind in einer dreijährigen Erprobungsphase. Das haben wir ausdrücklich so gesagt. So ein Angebot gibt es bisher in Deutschland nicht. Es ist das erste Bundesland, das so etwas anbietet, das erste Flächenbundesland. Und natürlich werten wir die Erfahrungen aus. Wir kümmern uns um die Frage, wie sieht es aus mit den Beziehungen in benachbarte Bundesländer. Auch das ist teilweise eine Frage, die gestellt wird. Und natürlich gibt es auch die alte Diskussion, welche Schülerinnen und Schüler die Fahrkosten zahlen müssen und welche nicht. Aber ich will das einmal ausdrücklich sagen. Wir haben mit der Einführung des Schülertickets, Frau Faulhaber, die Regeln des Schulgesetzes nicht geändert. Wir haben sie nicht geändert. Sie galten vorher und sie galten nachher auch. Deswegen kann das, wieso eben? Deswegen kann das an der Frage der Einführung des Schülertickets sagen, hat an dieser Stelle keine Veränderung gebracht. Wer es vorher umsonst bekommen hat, bekommt es weiterhin umsonst. Diese Kosten können wir nicht senken, weil weniger als umsonst geht nicht. Und diejenigen, die es vorher selbst bezahlen mussten, müssen es auch weiterhin selbst bezahlen. Für die ist es aber in den allermeisten Fällen günstiger als vorher. Das heißt, man kriegt in diesen Fällen für weniger Geld mehr Leistung. Wo, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat damit das Schülerticket für eine Gerechtigkeitslücke gesorgt? Wenn es eine gibt, hat das Schülerticket die Gerechtigkeitslücke kleiner gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Staatsminister, ich darf an die Redezeit der Fraktion erinnern. Ich will deshalb an dieser Stelle sagen, Stichwort, warum ist das auch eine Erfolgsgeschichte? Und wie sorgen wir dafür, Herr Lenders, dass wir da nicht viel Steuergeld noch hinzufügen können? Das ist relativ einfach. Wenn Sie das Angebot attraktiver machen, gerade für die Selbstzahler, und die dann mehr Karten kaufen, dann haben Sie mehr Geld in der Kasse, auch wenn Sie die Kosten sozusagen für das Ticket gesenkt haben. Man könnte auch sagen, einfache wirtschaftspolitische Rechnung, Wirtschaftspolitik wieder verfügbar, Herr Lenders, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, ich das nur mal, letzter Punkt, Frau Präsidentin, alleine im Gebiet des NVV haben wir jetzt nach einem Monat schon bei den Selbstzahlern, also bei denen, die es nicht bekommen über das Schulgesetz, eine Steigerung
von 14.000 auf 22.000 verkaufte Tickets. Ich bin sicher, das geht weiter. Das zeigt mir, dass es am Ende genau die attraktive Situation ist, die wir uns vorgestellt haben. Die Leute finden es gut, sie kaufen es, sie nutzen es. Genau dafür war es gedacht. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weitere Wortmeldung. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 64 besprochen, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt. Ist noch ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betrifft Erhalt des Friedens und weltweite atomare Abrüstung, Drucksache 19/5212 aus 19. Die Dringlichkeit wird bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 74 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 51 aufgerufen.